das Bild, was wir da kreiert haben und was aufgeführt wird, das ist ja am Ende 100 Meter hoch. Ja? Und die Wirkung einzuschätzen von so einer gigantischen Projektion, das war eine große Herausforderung, das war total spannend. Wir kreieren keine Bilder mehr, sondern wir kreieren Räume. Das ist der Gasometer in Oberhausen, mitten im Ruhrgebiet. Das ist ein 112 Meter hoher Gastank. Da haben die früher Gas drin gespeichert. Naja, wir sind gefragt worden, hier eine Projektion drin zu machen. Und erstmal war natürlich die Frage, geht das überhaupt, weil der von innen mit Teer bestrichen ist. Und diese schwarze Oberfläche hat dann aber, und das haben wir mit Tests rausgekriegt, eine ganz schöne Fähigkeit, dass man die Oberfläche, je nachdem, wie man drauf projiziert, gar nicht sieht, dass der Raum so eine Tiefe hat, die man mit der Projektion, mit den Formen, die man da drauf projiziert, steuern kann. Dass man Illusionen erzeugen kann, die man auf einer weißen Oberfläche gar nicht machen kann. Ich weiß nicht, ob es noch einen Ausstellungsraum gibt, der überhaupt vergleichbar ist von der Größe und der Dimension dieses Raums. Man fühlt sich unglaublich klein, ja? weil es einfach diese Größe und man ist da als kleines Menschlein irgendwie verloren in diesem Innenraum. Auf der anderen Seite hat es aber auch was Kathedrales, was Erhabenes. Also so kirchengleiche Eindrücke von diesen Linien, die da irgendwie 100 Meter in die Höhe gehen. Es ist ganz ambivalente Gefühle im Grunde genommen, die man hat als einzelner Mensch, wenn man da so drinne steht. Wenn du da drauf eingehen darfst, dann ist das künstlerisch total interessant. Eine der Gründe, warum wir uns in der Arbeit sehr stark zurückgenommen haben in vielen Teilen, weil wir eben diesen Moment der Empfindung des Menschen im Raum nicht zerbrechen und nicht überschreiben wollten. Wir wollten keine Show machen. Wir wollten eben genau mit dem Gefühl spielen, wie empfindest du dich und den Raum, wenn du das erste Mal da reingehst. Normalerweise arbeitet Urbanscreen immer mit Darstellern, die in der Projektion auch gezeigt werden. Tänzer oft und auch Schauspieler. Also in diesem Fall haben wir bei 320 Grad von menschlichen Personen abgesehen, weil wir damit spielen wollten, dass der Zuschauer eben gerade diese Referenz der Größe verliert. Dass er sich nicht mehr vorstellen kann an gewissen Stellen, wie groß bin ich denn im Vergleich zu dieser Projektion. Wir haben Widerhall, der sich so 20 Sekunden im Gasometer hält, wenn man da in die Hände klatscht. Und das ist natürlich ein prägendes Mittel, was Jonas in seinen Sounddesign aufgenommen hat. Das heißt, er spielt eigentlich Töne in den Stahlraum ein, die dann erst in dem Raum zu so einer Klangcollage im Widerhall werden. Das heißt, im akustischen Sinne sich mit dem Ort erst zu dem ergibt, was es sein soll. Letztendlich geht es darum, dass du als Zuschauer da reingehst und dass das Ganze ein Erlebnis ist. Und der besteht maßgeblich darauf, dass das Gasometer wirklich eine unglaubliche Größe hat, die schon als solches wirkt. Und wir sind dann mit den Medien da reingegangen und haben versucht, genau auf diese Wirkung einzugehen, den kleiner zu machen, den zu erweitern, den Raum, ihn zu verformen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der darin stattgefunden hat, die Oberfläche immer wieder zu transformieren. Bei gleichzeitigem Respekt aber, dass wir das nicht übertreiben und die eigentliche Wirkung des Raumes zerstören. Ich bin der Überzeugung, dass eigentlich im Projection Mapping sich noch was reflektiert, was ein ganz zeitgenössisches Thema ist. Soziale Räume und digitale Räume. Das Zeitalter des Bildschirms ist eigentlich am Ende. Ich glaube, digitale Interfaces lösen sich auf, gehen in den öffentlichen Raum und wir sind ein poetischer Beitrag, der genau aber an dieser Kante arbeitet.